Ja, hallo und willkommen bei Whisky Waiter. Ich habe heute den Marco hier zu Besuch. Wir sind auf der Whisky Fair Rhein-Ruhr und Marco hat sich kurz bereit erklärt, ein Video mit mir zu drehen. Hi, willkommen. Danke, dass du das mitmachst. War ganz spontan und Marco hat gerade zu mir gesagt, ja, was willst du denn drehen? Und ich habe gesagt, ja, such doch mal einen Couvreur aus. Was hast du denn hier? Ich habe ein Special Wedding ausgesucht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das der Whisky bei Couvreur ist, von denen ich sage, ey, richtig lecker, der immer unterm Radar schwimmt. Overaged wissen eigentlich mittlerweile alle, die irgendwo eine Affinität zu Couvreur haben, dass das eine Bank ist. Candid habe ich so oft erzählt, dass das das schmutzige Hafenbecken mit dem Rummelplatz ist, dass das auch fast jeder weiß. Blossoming verkauft sich ehrlicherweise von alleine, weil es halt immer sehr, sehr dunkel ist, extrem dunkel, fruchtig, süß, fast wie eingekochter Traubenmost. Und dann ist dazwischen ein Special Wedding, dessen Geschichte ist, dass immer drei unterschiedliche Malt Whiskys miteinander vermählt werden. Ein rauchiger Whisky und zwei Unpeated Whiskys. Und der für mich ehrlicherweise auch einer derer ist, die Zeit brauchen. Also der im Glas atmen muss. Jetzt muss ich dazu sagen, Couvreur braucht für mich immer eine ganze Menge Zeit im Glas. Im Idealfall, das ist so mein Tipp, den ich im Laden den Leuten immer gebe, wenn ihr einen schönen Couvreur aufmacht, dann schenkt ihr euch den abends, wenn er nach Hause kommt, ein. Und dann macht ihr 2 bis 3 Tätigkeiten zu Hause, auf die ihr keine Lust habt. Sowas wie Müll in Abfall bringen, ein Hemd aufbügeln für den nächsten Tag und keine Ahnung, vielleicht nochmal auf der Toilette das Klopapier nachlegen oder so. Dann habt ihr 3 Dinge erledigt, wo ihr eigentlich keine Lust zu habt. Habt ihr aber erledigt, ist ein gutes Gefühl. Und gleichzeitig hat der Whisky im Idealfall irgendwo 10, 15, 20 Minuten gestanden und schon ein bisschen geatmet, hat ein bisschen Zimmertemperatur angenommen. Und was ihr gerade nicht mitkriegt, wahrscheinlich nicht mitkriegt, im Hintergrund ist gerade ein alter Porsche weggefahren. Das klingt schon cool, ne? Ja. Also für alle, die es nicht wissen, die Whisky-Messe hier ist in der Classic Remy. Da stehen sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Autos drin. Aber ja, dann ist das ja der perfekte Whisky für eine Ehefrau, Ehemann, für den Partner, den möchte der zu Hause mehr mithilft. So kann man das auch sehen. Schenk mal ein und dann machst du erstmal Haushalt. Ja, Arbeitsanweisung, eigentlich super. Man könnte auch sagen, ein Whisky to do. Ja. Also ich finde, der hat schon eine sehr schöne Note, dieses typisch Schwere, was man von Couvreur kennt. So richtig, schon fast überladen. Finde ich total schön. Aber ich habe auch so einen Tick Schwefel. Ich habe einen ganz winzigen Hauch Schwefel. Ich habe ganz viel roten Apfel. Ich habe Leder. Sehr schön. Ich stehe auf diese total überladenen Whiskys. Ne? Das ist ja schon meins. Ja, also dann hast du natürlich, du hast Backpflaume, du hast Rosine, du hast eine Vollmilch-Schoki mit drin. Bei der Rosine bin ich total bei dir. Das ist für mich diese eingelegte Rosine, diese Rum-Rosine. Und du nimmst das offensichtlich noch nicht wahr, aber ich habe das, was ich bei Couvreur fast immer habe. Es ist ein Hauch Liebstöckel mit drin. Aber dezent. Ja, im Vergleich, also im Overaged und zum Blossoming ist fast nicht vorhanden, aber er ist da. Und wir haben ja gesagt, 1/3 gepeateter Whisky, 2/3 unpeated Whisky. Ich finde, man nimmt den Rauch nicht wahr. Nee. Ja, das könnte ein ganz normaler Highland Whisky sein. Und umso spannender, was passiert wohl am Gaumen? Ich meine, wir sind ja jetzt draußen, da ist es sowieso immer so ein bisschen. Aber in der Hand riechst du den Rauch ein bisschen. Hast du das noch nie gemacht? Doch. Ja, also. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht, dass ich dir den Rem so eingeschenkt habe, einfach mal so für lau und dann kippt er sich den in die Hände und macht den hier. Ja, da ist er da. Ja, da riechst du den Rauch auf jeden Fall. Schön rauchig, jetzt kommt das Leder auch viel intensiver durch. Aber das ist ja das Schöne beim Couvreur. Also den kannst du auch schön draußen auf der Terrasse genießen, weil der ist so intensiv, den riechst du auch an der frischen Luft. Weißt du, was der Olaf im Übrigen sich gerade die ganze Zeit denkt? Warum habe ich kein Glas genommen? Alter, warum haben wir die an den Tisch gelassen und ich habe Hunger? Zum Wohl. Samtig oder willst du erst? Nö, mach ruhig. Also samtig, Traubenmost,
Die Rosine ist wieder voll da. Ich finde null Schwefel. Ja. Dafür das Leder, Tabak, ein bisschen Kräuternoten. Richtig schön ölig, total schönes Mundgefühl. Ideale Trinkstärke, 45%. Ja, 45, genau. Schiebt nicht, also ist sehr, sehr süffig, gefährlich süffig. Ja. Auch hier die Rumrosine, Pflaume, also Backpflaume hast du vorhin gesagt. Ne? Sehr angenehm, also toller Whisky. Und eigentlich, ich weiß, das bemühe ich regelmäßig, aber es ist so ein Gentle Glen. Der ist nicht aufdringlich, der ist eigentlich schon zurückhaltend. Und das Schöne an dem Glas ist, wenn wir den Olaf jetzt tanken wollten und würden 20 Minuten über diesen Whisky reden, dann würdet ihr immer wieder neue Nuancen rausschmecken und merken, wie der sich immer weiter entfaltet, weil wir den Olaf aber nicht tanken wollen, weil der mich sonst schlägt und ich habe Angst vor ihm. Also, aber das ist ja, ich hätte ja schon fast gesagt, typisch Couvreur, ne? Also ja. Couvreurs, ja. Die kannst du locker 1-2 Stunden an der Luft lassen und die kriegen immer was Neues. Ja, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, wenn wir Couvreur-Tasting haben, machen wir ab dem Blossoming und das, was älter und hochpreisiger ist, schenken wir 6 Stunden, bevor das Tasting ist, ein und lassen es davon 1 Stunde am Sauerstoff stehen und legen erst dann die Plättchen drauf. Und dann hat er natürlich am Abend diesen absoluten Bam-Faktor, den du halt erst nach 3 unangenehmen Haushaltstätigkeiten kriegst. Gut, dafür habe ich natürlich in einem YouTube-Video keine Zeit. Nichtsdestotrotz ist das auch so schon ein klasse Whisky. Du könntest natürlich bei mir am Stand gleich kurz putzen gehen, das Leergut wegbringen. Ich könnte doch einfach noch eine Runde über die Whisky-Messe gehen und dann nochmal wiederkommen. Aber ich fürchte, wenn ich das Glas hier stehen lasse, dann wird der Olaf doch mal naschen. Man weiß es nicht. Der Olaf kennt die eigentlich schon. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's Schaut gut. Gerne mal bei Marco auf der Homepage vorbei. Da gibt es die Couvreurs nämlich alle zu kaufen und ich kann die fast alle uneingeschränkt empfehlen. Sehr, sehr lecker. Und für alle, die keinen Bock haben, bei uns vorbeizuschauen, ihr könnt auch in Frankfurt beim Frank vorbeischauen. Frank Jäger von Whisky for Life, der hat's ja auch. Gut. Haut gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den schon probiert habt, wie ihr den findet oder generell Michel Couvreur. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.